Wir sind's wieder, das Food Innovation Camp, und wir haben heute einen Gast bei uns in unserem Studio. Und zwar ist das Oliver Chiorina von Olfs Hot Spice. Genau, also Olfs Hot Spice ist eine scharfe, eine Hot Sauce, die ich selber entwickelt habe. Du hast ja eine Farbwahl getroffen. Das heißt, grün ist das, was am ungefährlichsten ist? Genau, die grüne ist die mildeste von den 5 Sorten. Danach geht es zur pinken, die ist ein wenig schärfer. Eine ganze Ecke schärfer wird es dann bei der roten. Okay. Und bei den beiden ist es dann deutlich wieder schwächer. Okay, dann auf ihn. Ist ja schrecklich. Also, okay, wir gehen noch einen höher. Yeah. Ja. So, dann schnupp das mal ein bisschen mehr. Wir sehen uns im nächsten Leben, Freunde. Diese ganze Idee ist entstanden, weil, wie gesagt, im Supermarkt die Soßen für mich als Schärfeliebhaber haben mir irgendwann nicht mehr gereicht. Ich habe selber angefangen, welche zu machen. Mhm. Ich will einmal schauen, wie schön das aussieht. Was sind die schwarzen Punkte? Das ist Pimentpfeffer. Ah, also auch noch Pfeffer oben drauf. Oh, böse. Oh. Ja, es wächst ein bisschen. Mhm. Aber ich habe es geschafft, ich habe es gegessen. Das gilt. Ja, super. Gilt. Ich habe es geschafft. Ich bin bis zur vierten gekommen. Oh, aber jetzt wird es hart. Four out of five. Macht es uns nach. Probiert es auch gerne mal. Bevor ich anfange zu weinen. War uns eine Freude. Und jetzt futtern wir alle hier noch ein bisschen. Und genau. Mal gucken, wie weit Matthias kommt. Und Lama vor allem. Ob sie die 5 schaffen, das testen wir jetzt. Meinem Team schmeckt's offensichtlich. Könnt ihr auch so scharf essen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und ihr könnt eine Flasche Nummer 5 gewinnen.